Sehr geehrter Herr Dr. Wagner, sehr geehrter lieber Herr Staatsminister Schneider, Herr Landesbeauftragter Dr. Baumann, lieber Jens, Exzellenz, meine Damen und Herren, liebe Gäste dieser Ausstellungseröffnung, es ist mir eine ganz besondere Freude, an der Eröffnung der neuesten Ausstellung der Stiftung Zentrum gegen Vertreibungen, kurz ZGV, so kennen und lieben wir diese Stiftung, mitwirken zu dürfen. Mit Stillgeschwiegen, die Vertriebenen in der SPZ und DDR, präsentiert das ZGV seine bereits sechste Ausstellung, die ab morgen als Wanderausstellung an hoffentlich vielen, vielen Orten in ganz Deutschland gezeigt wird. Herzlichen Glückwunsch dazu im Namen aller Landsmannschaften und der BDV-Landesverbände. Durch Thema und konzeptionelle Ausgestaltung ist Stillgeschwiegen geradezu prädestiniert, vor allem in den ostdeutschen Bundesländern von Stadt zu Stadt, von Gemeinde zu ziehen. Sehr viele Menschen werden sich ganz bestimmt angesprochen fühlen. Betroffene, über Jahrzehnte in semantischer Umdeutung schönfärberisch als Umsiedler bezeichnet, werden ihr eigenes Schicksal in den Zeitzeugenaussagen gespiegelt finden. Kinder und Enkelkinder werden ihre Familiengeschichte erfragen und kennenlernen wollen. Lieber Herr Dr. Wagner, das ZGV ist Impulsgeberin aller Ausstellungen, die der Bund der Vertriebenen verwaltet, und ich finde gerade diese ganz besonders wichtig. Jahr aus, Jahr ein ist unser Verband bestrebt, neue Stationen zu finden und interessiertes Publikum zu erreichen. Und ich sage Ihnen zu, dass wir auch stillgeschwiegen in gewohnter Weise begleiten und verbreiten werden. Das Schicksal der Vertriebenen, die ihr Leben in der DDR gelebt haben, ist es absolut wert, der breiten Öffentlichkeit bekannt gemacht zu werden. Ziel und Zweck unserer Wanderausstellung ist, das Thema Flucht und Vertreibung mit all seinen Folgen und Begleitumständen, insbesondere in der ehemaligen DDR, im öffentlichen Bewusstsein als Teil deutscher und vor allem europäischer Geschichte zu verankern. Das ist kein rein beschränkt deutsches Thema. Meine Damen und Herren, es ist inzwischen weithin verdrängt, vergessen, selbst in unserer Gesellschaft unbekannt. Mit dem Ende des Zweiten Weltkrieges setzte die größte innereuropäische Zwangsmigrationswelle ein. Bis zu 15 Millionen Deutsche sind aus ihrer Heimat im Osten geflüchtet oder sind von dort zwangsweise mit Gewalt vertrieben, verschleppt worden. Die meisten mussten völlig unvermittelt aufbrechen, ihr ganzes Hab und Gut zurücklassen. Sie ließen nicht nur ihre Heimat, sondern ihr ganzes bisheriges Leben zurück. Ich bezeichne das als Generationsbruch. Über 2 Millionen kamen auf diesem Weg der Angst, der Demütigung und Verzweiflung ums Leben oder bleiben bis heute vermisst. Die Überlebten blieben oftmals in Grenznähe, da sie auf eine Rückkehr in ihre Heimat hofften. Denn, meine Damen und Herren, Menschen, die ihre Heimat unfreiwillig und unter Zwang verlieren, hoffen bis zuletzt, dass der Verlust nicht dauerhaft sein wird. Das war bei uns so und das ist bei den Vertriebenen der heutigen Zeit so, wie wir wissen. In den Landstrichen westlich der Oder wähnte man sich in Sicherheit und doch möglichst nah der Heimat. Wie sich allerdings die DDR entwickeln würde, ahnte man damals noch nicht. Sie, Herr Dr. Wagner, haben es schon gesagt und die Ausstellung veranschaulicht eindrucksvoll, wie übergriffig, bedrohlich, schamlos, impertinent, menschenverachtend das System der DDR gegen seine eigenen Menschen, gegen die eigene Bevölkerung vorging und damit auch gegen die 25%, die unsere geflüchteten oder vertriebenen Landsleute innerhalb der Bevölkerung der DDR ausmachten. Ein Viertel der Bevölkerung. Es zeichnet die Ausstellung aus,
durch Detailtreue die Möglichkeit zu schaffen, die wesentlichen Unterschiede zum Schicksal der Vertriebenen in Westdeutschland herausarbeiten zu können. Im Westen, das wissen wir, schlossen sich die vertriebenen Menschen nach Aufhebung des Organisationsverbotes zu Gemeinschaften zusammen, gründeten 1949 die ersten Organisationen mit politischem und kulturellem Anspruch, die sich dann 1957 im BDV, Bund der Vertriebenen, vereinten. Das gemeinsame Schicksal dieser Menschen, alles verloren zu haben, bildete das bindende Glied für den Zusammenschluss, das gilt bis heute. Und in der SPZ, in der DDR, dort wurde nach 1945 die Entstehung von Vertriebenenverbänden auf Dauer unterbunden, das wurde schon gesagt. Jeglicher Versuch, sich im kleinen oder im größeren Rahmen zu organisieren, wurde konsequent und kompromisslos im Keim erstickt. Auch dazu gibt die Ausstellung wertvolle Informationen. Lieber Herr Dr. Wagner, ich habe Ihre Begrüßungsrede mit großer Aufmerksamkeit verfolgt und danke Ihnen auch für die präzise und strukturierte Einführung in den inhaltlichen Aufbau dieser Ausstellung. Die Ausstellung muss zwangsläufig so breit gefächert dokumentieren, wie Sie das geschildert haben, dass sie alle Blickwinkel des Lebens Vertriebener im Unrechtssystem der DDR abdeckt. Es geht um die reinen Grundbedürfnisse bis hin zur Bildung, von Religionsausübung bis zum Arbeitsleben, vom Privaten bis zum Öffentlichen, von den unterdrückten Emotionen bis zur unfreiwilligen Anpassung im System. Stillgeschwiegen gelingt es, all diese Aspekte zu beleuchten. Die Ausstellung dokumentiert historisch genau. Sie untermalt mit fundierten Fakten eindringlich das kollektive und persönliche Schicksal der Vertriebenen in der ehemaligen DDR und schließt damit eine noch vorhandene Lücke in der gesamtdeutschen Geschichtsschreibung. Doch, meine Damen und Herren, die Ausstellung will und die Ausstellung soll mehr. Diese neueste Wanderausstellung soll und wird nicht nur das schwere Schicksal der Vertriebenen in der SPZ und anschließend in der DDR ausleuchten, sondern auch mahnend daran erinnern, dass menschenfeindliche Staatssysteme bis in die heutige Zeit an vielen Orten der Welt existieren. Sie gehören trotz aller Lehren der Vergangenheit doch nicht der Vergangenheit an. Sie sind eine permanente Bedrohung, die nachweislich über die politischen Ränder, ob extrem links oder extrem rechts, befördert wird. Eine starke politische Mitte in der Gesellschaft ist daher immer der Garant für ein Leben in Freiheit. Und noch etwas zeigt diese Ausstellung ganz klar. Es ist die Erkenntnis, dass selbst mehr als 4 Jahrzehnte Unterdrückung und damit verbunden die erzwungene Verdrängung der eigenen Wurzeln und der Herkunft sowie der verlorenen Heimat nicht ausreichten, um den Vertriebenen ihre Identität und ihre Wurzeln auszulöschen. So ist es dazu gekommen, dass sich nach dem Mauerfall, Jahrzehnte nach Vertreibung, in allen neuen Bundesländern BDV-Landesverbände gegründet haben. Ganz so, als hätten die Menschen eine lange verschlossene Tür aufgestoßen, um ihr Ich, das ihnen auch der Stasi-Staat nicht austreiben konnte, wieder frei atmen zu können. Plötzlich waren sie wieder sichtbar, die Flüchtlinge und Vertriebene aus den deutschen Ost- und Siedlungsgebieten. Jetzt durften sie sich wieder zu ihrer Herkunft bekennen und sie taten dies, unvermittelt und sofort. Meine Damen und Herren, die Ausstellung soll unsere junge Generation ermutigen, sich für Gerechtigkeit, Menschenrechte und Versöhnung einzusetzen, denn das Thema aller Wanderausstellungen des ZIV, nämlich Flucht und Vertreibung sowie deren Folgen, ist heute wieder aktueller als in den letzten 75 Jahren zuvor. Aus meiner Sicht, und erlauben Sie bitte, dass ich es hier direkt und persönlich anspreche, lieber Herr Staatsminister Schneider, empfehle ich diese Ausstellung als weiteren Mosaikstein in den politischen Werkzeugkasten
des Ostbeauftragten der Bundesregierung. Dank der wechselnden Präsentationsorte kann das Thema im öffentlichen Bewusstsein bekannt, vertieft und verankert werden. Stillgeschwiegen leistet einen wertvollen Beitrag zur historischen und politischen Bildung der jungen Generation, gerade in einer Zeit, die sich mit Vehemenz gegen diverse latente Züge von Demokratiefeindlichkeit in der Gesellschaft stellen muss. Darüber hinaus, und ich wende mich jetzt bewusst an den Landesbeauftragten Dr. Baumann, an dich, lieber Jens, bin ich mir sicher, dass eine der nächsten Stationen der Ausstellung der Transferraum Heimat in Hoyerswerda-Knappenrode sein wird. Ihr habt da etwas aufgebaut, wozu ich ganz herzlich gratuliere. Danke Ihnen für die Aufmerksamkeit. Freue mich auf die Ausstellung, die uns alle zum Nachdenken und Nachempfinden bewegen wird, und auf die nächsten Beiträge der Ehrengäste. Danke. Thank you.